Ich eröffne die Sitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Zur Tagesordnung sind noch offen die Punkte Ruhe, die Punkte 14 bis 34, 36 bis 38, 40, 41, 47, 48, 55 bis 59 sowie 62, 64 und 66. Es sind noch eingegangen an ihren Plätzen verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Hessen reagiert auf Risiken von Glyphosat, Drucksache 19/3407. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird der Entschließungsantrag Top 70. Wenn keiner widerspricht, kann nach 58 der Aktuellen Stunde ohne Aussprache abgestimmt werden. Ist so. Außerdem ist eingegangen und verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Energieversorgung durch leicht zugängliche Beratung, Anreize zum Stromsparen, gezielte Präventionsmaßnahmen für alle Menschen absichern, Drucksache 19/3409. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 71. Wenn keiner widerspricht, kann mit Top 14 aufgerufen werden zu dem Thema. Jawohl. Dann ist noch eingegangen, verteilt Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Bildungsgerechtigkeit von Anfang an. Grundschulen als ganztägige inklusive Bildungseinrichtungen brauchen eine finanziell und personell den Anforderungen entsprechende Ausstattung, Drucksache 19/3411. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Das gibt Top 72, und es widerspricht keiner, dass wir dies mit Top 37 zum Thema aufrufen. Redezeit 5 Minuten. Okay. Es ist immer alles eingebunden. Mir wird hier mitgeteilt, dass du recht hast. Also offensichtlich hast du recht. Gut, dann halten wir fest, dass der Kollege Rudolph mal recht hat jetzt in dem Punkt. So, wir tagen heute bis 18 Uhr, eine Mittagspause in einer Stunde. Es kommen erst die Aktuellen Stunden mit den Abstimmungen über die Anträge. Nach den Aktuellen Stunden geht es mit 37 weiter mit Top 72. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Staatsministerin Puttrich bis 10 Uhr, die Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann ganztägig. Der Herr Staatsminister Dr. Schäfer wird erst um 11 Uhr, ab 11 Uhr hier teilnehmen im Plenum. Und der Abgeordnete Jürgen Banzer ist bis 14.30 Uhr entschuldigt. Gibt es sonst noch irgendwelche Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu einem sehr erfreulichen Anlass. Wir haben ein Geburtstagskind in unseren Reihen. Ich gratuliere unserem Freund Hugo Klein, der heute seinen 63. Geburtstag feiert. Alles Gute, Gottes Segen. So, dann, bevor wir in die Tagesordnung, noch kurz zum Sport, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sind uns alle einig in diesem Hause, dass wir der Frankfurter Eintracht heute Abend alles Gute wünschen. Drücken alle Daumen, Horst Klee vorneweg, dass wir das hinbekommen. Ich will aber auch im Namen des Landtags der Mannschaft von Darmstadt 98 ganz herzlich gratulieren. Sie hat eine tolle Saison gespielt, hat Hessen gut vertreten. Herzliche Gratulation. Jeder hat seine Vorlieben im Fußball, das weiß man, Neigungen, Sympathien. Wir sind ja alle hier neutral, und deshalb wollen wir auch unseren Bayern zur deutschen Meisterschaft gratulieren. Ja. Das Bekenntnis ist sehr zurückhaltend.
Ja. Jetzt kommen wir in die unteren Klassen. Der Ministerpräsident weist mich darauf hin. Wir freuen uns, dass wir in Wiesbaden es auch geschafft hat. Auch das ist eine gute Leistung. Die Offenbacher Kickers sind Dritter geworden. Auch das ist gut. Zweiter wäre besser gewesen. Was ist mit Kassel? Ja, na ja, Kassel macht immer weiter. Und dem FSV wünschen wir auch alles Gute. Der muss ja auch mal wieder hochkommen. Also, dann bleiben wir dabei. Den Bayern alles Gute zur deutschen Meisterschaft. Und wir sind neutral hier oben, das weiß jeder. Ja, ja. Ich muss mal hier sagen, ganz außerhalb des Protokolls, das Bekenntnis zu den Bayern, wenn man so im persönlichen Gespräch hört, wer sich da alle bekennt, und wenn dann aufgerufen wird, hier, wer klatscht, da gibt es ein gewisses Missverhältnis. Da können einige noch dran arbeiten, aber ich weiß ja, wo die Freunde sitzen. Also, meine Damen und Herren, kommen wir wieder zum Ernst der Sache.